Heute wollen wir den Spargel-Melone-Cocktail auf Kopfsalat machen. Den Spargel, wie vorhin schon beschrieben, gegart und abgegossen. Für den Melone-Cocktail nehme ich jetzt hier eine Honigmelone. Es geht ganz gut mit einem Löffel, dass man die Kerne rausmacht. Und jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten, wenn die Kerne draußen sind aus der Melone, dass man die Melone für diesen Cocktail passend macht. Wenn Sie haben, ist natürlich schön, wenn Sie so einen Kugelausstecher nehmen und hier so Kügelchen ausstechen. Wenn Sie das nicht haben, dann können Sie die Melone aber auch in Würfel schneiden. Das geht genauso gut. Ich habe den Kugelausstecher und ich nehme ihn jetzt einfach und mache meine Melonenkugeln damit. Wie gesagt, der Spargel ist gegart. Der kühlt jetzt hier etwas ab, bevor ich ihn dann auch in so mundgerechte Stücke schneide. Und mit dem Sud, den brauchen Sie aber noch warm, den Sud, machen wir dann die Soße. Und zwar habe ich eine Kräutercreme fraiche für Sie besorgt. Mit der Kräutercreme fraiche, die rühre ich glatt mit dem heißen Sud, gebe kleingewürfelten Schinken drunter. Wenn Sie es natürlich lieber vegetarisch mögen, können Sie den Schinken weglassen, aber Sie werden es merken. Der Schinken und der heiße Sud, das gibt einfach, der gibt sehr viel Aroma ab. Das zieht in die Melone, zieht in den Spargel und es gibt dann einen ganz tollen Geschmack miteinander. So, wenn wir hier unsere Melonenwürfel haben oder unsere Melonenbällchen, dann schneide ich den Spargel. Ich nehme den auch hier auf meine Schneidmatte. Ich schneide mir den Spargel in kleine Stückchen. Sie sehen es, man kann es kaum noch unterscheiden, was ist Spargel, was ist Melone. In meine Schüssel gebe ich die Kräutercreme fraiche. Sie bekommen Creme fraiche also sowohl in der Naturvariante als auch hier in der Kräutervariante. Ist ähnlich wie mit der Kräuterbutter. Ist schon mit etwas Knoblauch und verschiedenen Kräutern abgewürzt, mit Salz und Pfeffer. Ich gebe jetzt hier den heißen Sud drunter. Sie sehen, es dampft noch. Und rühre es glatt vorsichtig, dass eine sämige Soße entsteht. Das ist also eine Ruckzuck-Variante von einem Rezept. Oder können Sie auch mal machen, wenn Sie Spargel übrig haben und möchten noch eine tolle Vorspeise oder für ein Abendessen das richten. So, hier jetzt dann den gewürfelten Schinken drunter. Und dann unseren Spargel und die Melone. Wir vermischen alles gut. Man kann das hier jetzt separat vom Salat durchziehen lassen, denn wenn Sie es jetzt schon auf den Salat geben würden, dann fällt Ihnen der Salat natürlich zusammen. Zum Anrichten dann entweder ja als eine große Portion für die Familie jetzt komplett über den Salat geben, aber Sie könnten natürlich auch hier in kleine Schälchen Ihren geschnittenen Salat geben von dem Melonencocktail darüber oder so seitlich hin. Gucken, dass schön Soße dabei ist. Und dann schneiden Sie noch frischen Schnittlauch und bestreuen das Ganze noch mit schönen frischen Schnittlauchröllchen. Und damit sind Sie ruckzuck der King auf der nächsten Grillparty.